gut geschlichen, Vinzenz. Bin begeistert von deinem Rhythmus. Oh, danke, das ist aber lieb. Ich glaube, dass wir die Unheilsstiefe fast hinter uns haben. Weiter geht's. Was gibt's denn noch zu kaufen? Rollbild? Die Plagegeister kamen hervor und erblickten ihr fürchterliches Verderben. Eine sehr stabile, sehr verschlossene Eisentür. Das ist knifflig. Irgendein neumodischer Apparat. Die Tür öffnet sich nur, wenn sie ein Gesicht aus Grunwalds Armee sieht. Unsere hübschen Gesichter wird sie nicht würdigen, kein bisschen. Aber da ist das einzige Gesicht, das ich habe. Was machen wir jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Eine sehr stabile, sehr offene Eisentür. Wir haben das hier rüber kopiert. Das Bild. Alter, bin ich ganz sicher, was machst du, was hast du gemacht, aber es hat wunderbar funktioniert. Seht mal da drüben, da ist ein Aufzug. Okay, da müssen wir anscheinend hin, wenn wir diese Grumweilinge hier besiegt haben. Wir haben es geschafft, metallmäßig, in den Aufzug. Los geht's. Die Flüchtigen begannen ihre verräterische Fahrt hinauf an die Oberfläche. Dummerweise war das Aufzugkabel abgeneigt zu reißen. Und so gelangten sie nach oben. Sie mit verständnisloser Ehrfurcht in ihren verräterischen Augen hinaufstarrten zum monumental-majestätischen Palast Grumwalds.
Der Palast ist abscheulich, diese Grumweil. Mir ist nie jemand begegnet, der weniger Sinn für Schönheit hätte. Ziemliches Downgrade. Ja, ich meine, Grumweil hat schon einen miesen Geschmack, was komisch ist, weil Mondbart so viel Stil hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie verwandt sind. Was soll das eigentlich, dass Grumweil alles mit seinem Logo zupflastert? Das ist so aufdringlich. Der Typ fährt voll auf dieses Zeichen ab. Was soll das überhaupt sein? Ich dachte immer, es wäre ein Axtkopf. Ihr wisst schon, hart und brutal. Wirklich ist es nicht ein M auf einem gespiegelten M passend zu beiden in Grumweil? Nö. Es ist keines von beidem. Der Entwurf beruht auf Ereignissen in Grumweils Vergangenheit. Der junge Grumweil hielt sich für einen Dichter. Oh, Schmetterling, was flatterst du? Bist du doch nur ein Flatterding? Flatterschmetter, Flatterschmetter, Schmetter, Flatter, Schmetter, Flatter, Schmetter, Klingeling. Er schickte seine Gedichte an alle Verlage Mojos. Doch sie wurden von jedem Einzelnen abgelehnt. Er schwor der undankbaren Welt, nie wieder ein Gedicht zu überlassen. Sein Kummer verwandelte sich allmählich in Wut, die ihn zu seiner obersten Bestimmung hintrieb. Das Symbol seiner Ablehnung sollte zum Symbol seiner Rache an einer ungerechten Welt werden. Das Symbol des bescheidenen Schmetterlings. Das ist die Geschichte hinter Grumweils Logo. Er muss eine empfindsame Seele gewesen sein, unfähig über seine Ablehnung hinwegzukommen. Warum hat er nicht einfach, versucht im Dichten besser zu werden? Ich war anfangs ein grottiger Schlagzeuger, jeder ist anfangs grottig. Dafür war er zu stolz. Es ist einfacher, der Welt die Schuld zu geben, als sich zu bemühen, besser zu werden. Mondbart bot seinem Bruder Hilfe an, doch das empfand Grumweil als Demütigung. Er wurde wütend, sagte, er brauche keine Hilfe und werde seinen Weg geben. Das tat er dann auch. Selbst jetzt, wo so viele Jahre später, brennen Missgunst und Neid noch in ihm. Er hat die Welt, die ihn ablehnte, niedergerissen und seine eigene neue Welt errichtet. Eine neue Geschichte, die sich ganz um ihn dreht. Aber die ist mischt. Mir ist eindeutig lieber, wie es vorher war. Stimmt, wir müssen also versuchen, die Handlung zurückzuändern. Und dazu müssen wir ihrer Hauptfigur gegenübertreten, Grumweil. Kommt, betreten wir den Palast. Da hat was geblinkt. Wischen, Mob, niemals Stopp. Je mehr ich wische, desto mehr Öl erscheint. Wahrscheinlich, weil sie zwei riesige undichte Rohre im Thronsaal verlegt haben. Nicht, dass ich die Wahl der Inneneinrichtung kritisieren wollte. Darf nicht meckern, denn das ist verboten. Wir müssen noch mal schnell raus und schauen, ob hier drüben eventuell was ist. Und hier rüber müssen wir auch noch schauen. Da blinkt irgendwas hier. Oh ja. Einen sechsten Upsvogel gefunden. Aha. Nun, endlich seid ihr da.
Und das ist ein kleines bisschen verunsichernd. Ich habe euch beobachtet. Welch eine Reise ihr unternommen habt. Überwunden habt. Welch Ängsten ihr euch gestellt habt. Nein, danke, der wimmelt jetzt von Schlangen. Oh, stimmt, du hast ja Angst vor Schlangen. Vielleicht fällt euch das nicht auf, weil ich so sehr zittere. Hat irgendwer Schlangen richtig gern? Von innen angetan bin ich nicht. Wir müssen dadurch. Grumweil versucht nur, uns psychisch fertig zu machen. Und Leute, das wird nicht klappen. Kommt. Schlangen kommen eindeutig nicht gegen das Mojam-Team an. Du hast ihnen krass eine verpasst. Noch irgendwelche Schlangen hier? Lass die Schlangen nur kommen. Hat dir mein Wortspiel gefallen? Ich glaube, wir haben uns um alle gekümmert. Nun dann, Leute, es läuft echt gut. Rocken wir weiter. Und doch. Eure Bemühungen waren vergebens. Ihr meint wohl, ihr könntet mich aufhalten oder mir etwas anhaben. Doch das ist unmöglich. Denn ich bin unaufhaltsam. Wisst ihr, ich, Grumweil, beherrsche nun das Buch und damit die Realität. Wer das Gewebe der Realität beherrscht, den kann man nicht aufhalten. Wir sind dicht dran. Ich spüre es in meinen Schnurrhaaren. Etwas wartet hinter dieser Tür. Wisst ihr, das gruselige alte Griesgram, der gruselige alte Griesgram hatte recht. Er beherrscht nun die Realität des Buchs. Ich kann euch nicht belügen, im Kampf gegen ihn stehen uns unsere Chancen nicht gerade toll. Seid ihr auch wirklich bereit, durch diese Tür zu treten?
So gering unsere Chancen noch sein mögen, ich will nicht an meinem Handlungsstrang leben, den Grumbeil beherrscht. Also, wie auch immer wir das Ganze aufhalten können, genau das müssen wir tun. Es gibt kein Zurück mehr, wir sind dabei. Für Artia. Also gut, wird schon schief gehen. Was mag das sein? Ich höre Schritte auf dem Boden hier. Das laute Trampeln von Verrätern 4. Nun sieh mal an, was kroch durch meine Tür. Grumbeil, wir sind im Namen der Bewohner von Mojo hier. Wir kommen, um das Land zurückzuholen. Oh, ich verstehe. Na, wenn die Maus das sagt, dann muss ich es ernsthaft überdenken. Gut, ich habe es ernsthaft überdacht. Die Antwort lautet, das wird nicht ernsthaft passieren. Autsch, Mist. Lass uns gehen, Grumbeil. Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet in Mojo bei deinem eigenen Bruder? Was soll das ändern? Nun, ich würde sagen, diese Geschichte endet hier. Aber nicht meine Erzählung, oh nein, die wird noch um viele grandiose Kapitel erweitert, sondern die von den beherzten Schützlingen meines wunderbaren Bruders. Darunter der kühne Knappe, warst du nicht mal jemand? Sowas wie die Hauptfigur dieses Kapitels? Komisch, wie diese Dinge sich ändern können beim Umblättern vom Helden zum Ex-Helden. Ich werde es ja so genießen, deine Geschichte, all deine Geschichten, ein passendes Ende zu geben. Weißt du, du nervst mich unheimlich. Deine Jugend, dein Anspruch, dein Potenzial, es wird mir ein Vergnügen sein, dieses Potenzial zu annullieren, gleich hier und jetzt. Ich verbrenne dich bei lebendigem Leib, genau wie es mit... mit dem Bruder gemacht habe, da kommt er. Aha, schläft fest und tief. Zeit für ein Nickerchen, grummeliges Kleinkind. Hallo, Mondbart? So, mal sehen, was wir gegen diesen fiesen magischen Käfig machen können. Oh. Mondbart, du bist wirklich hier. Aber wie? Ich dachte, um dich wäre es geschehen. Ging mir genauso. Ich war auch ziemlich sicher, für Mondbart würde sich der Vorhang schließen, aber so war es nicht. Dieser Dummbeutel Grumbeil traf mich. Und verdampfte mich zu einer Tintenwolke. Alles ziemlich würdelos, muss ich sagen. In Wolkenform schwebte ich zart durch den Raum, bis ich schließlich auf einem Platz sehr saugfähiger Küchenrolle landete und durch ein wenig Magie neu entstand. Und so erhielt Mondbart seine Gestalt zurück. Weißt du, Viola, die Magie, die mich entstehen ließ, war der Trank, den wir gemeinsam im Labor brauten. Der Trank der Neubindung. Ich bin sehr froh, das Gebräu getrunken zu haben. Es rettete mir das Leben. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Deine Unterstützung war unentbehrlich, Viola. Das gilt für euch alle. Was hat es mit der neuen Optik auf sich? Ach krass, weißt du, das ist lustig. Als ich neu entstand, lösten sich die Pigmente in meiner Tinte auf und ich blieb ohne Farbe zurück. Ich bin nicht mehr der frühere Mondbart, jetzt bin ich Mondbart der Einfarbige. Du siehst echt mittelmäßig aus. Und Minibart, was ist mit seiner Farblosigkeit? Hat der Kleine auch das alles durchgemacht? Oh nein. Minibart ist nichts passiert. Nein, er war gerade beim Rollschuhlaufen, als das alles geschah. Ich glaube, er hat sich eben erst umgezogen, um unsere Kleidung anzugleichen. Rollschuhlaufen. Es war eine lange Reise von diesem Blatt Küchenrolle zurück in unsere Welt. Lisbeth, der Büchenwurm, half mir dabei. Die gute alte Lisbeth. Jedenfalls bin ich wieder da, keinen Augenblick zu früh, wenn ich mir Grumbeils Possen so ansehe.
Du bist also zurück, dämlicher Bruder. Du wirst deine süßen kleinen Schüler nicht beschützen können, nicht vor mir. Denn ich beherrsche die Realität. Raum, Zeit, alles ist mein und jetzt vernichte ich deine elenden Schoßtiere. Der Mega-Adler. Er wirkte recht verärgert und stieß mit einem Kampfschrei auf unsere Helden herab. Krass wirbelte seine Trommelstöcke und es konnte losgehen. Viola nahm ihren Zauberstab. Es war Zeit für Magie. Thank you.
Der Honigdachs wirkte ziemlich verärgert. George stand einer Prügelei bevor. Ihr schaut euch tapfer, kleine Welpen, doch ich habe nur mit euch gespielt. Zeit, ernst zu machen. Das ist eklig. Hier enden die Spiele. Meine Verwandlung steht bevor. Ich kann sie nicht länger aufhalten, dieses alberne kleine Buch. Es war mir nie genug. Ich habe größere Pläne, die Außenwelt, das ist es, was ich jetzt begehre. Ich werde mir alles da draußen holen, dann werde ich dieses kleine Buch zu Asche verbrennen. Es ist an der Zeit, mein Potenzial endlich auszuschöpfen. Fliegst, riss uns entwischt. Das ist die Metamagie. Sie ist einfach zu stark. Solange er Stab in seinen schmierigen Fingern hat, wird er immer irgendwelches Unheil anrichten können. Diesmal ist er direkt aus unserer Welt herausgesprungen. Das ist eine Aufgabe für die kühnen Knappen. Du musst Grunweil aus dem Buch folgen und ihn aufhalten, bevor er übermächtig wird. Was nun auf dem Spiel steht, ist das Schicksal des Buchs und der gesamten Außenwelt. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber schnapp dir ihn, Junge. Viel Glück da draußen. Wir glauben an dich, du kannst das schaffen. Was haben der schreckliche Riesenschmetterling und der Schauer grüner Feuerbälle zu bedeuten? Ich meine, das ist ganz schön aufregend. Ist es wieder Zeit, die Galaxis zu retten? Also gut, legen wir los.
Dieser Schmetterling war ein selten fieses Exemplar. Weißt du, die Galaxie steckt voller seltsamer alter Wesen. Aber diesem hast du ordentlich eines übergebraten. Galaktisch genial gemacht von euch. Ihr entwickelt euch zu richtigen Raumhelden. Und jetzt, junger Krieger, kehrst du am besten auf deine Heimatplaneten zurück. Alter, hervorragend gemacht, Junge. Ich habe deinen Kampf gegen diesen monströsen Schmetterweil verfolgt. Weißt du, der Stab meines Bruders wurde zerstört und damit ist seine Macht verschwunden. Jetzt ist er verbannt. Vielleicht nutzt er die Zeit, um endlich ein paar Dinge zu überdenken. Auf Nimmerwiedersehen. Majestät, Mondbart, Vincent Kinder, wie geht es euch allen? Euch geht es allen gut? Ich bin so froh, euch zu sehen. Gleichfalls, Majestät. Fresca und ich waren in diesem furchtbaren Palast eingesperrt. Oh, so lange. Doch gerade eben bekamen Grumwelts Truppen es mit der Angst zu tun. Einige liefen davon. Ich spüre irgendwie, dass die dunkle Macht des Magiers zerstreut wurde. Genau, Hochheit. Jod hat Grumwell besiegt und seinen Metamagiestab zerstört. Der schmierige Schuft hat keine Macht mehr. Jod, wie kann ich dir nur genug danken? Wieder einmal steht das Land in der Schuld seines Helden. Viola, Krass, Vincent. Sie alle waren in Mochos Zeit der Not zur Stelle. Sie trugen ihren Teil bei. Ihr wurdet die Krieger, die Mondbart bereits in euch sah. Ich bin stolz auf euch alle. Also dann verlassen wir diesen gruseligen Palast. Majestät, das klingt nach einer hervorragenden Idee. Wir haben ein Land wieder aufzubauen. Junge Leute, geht ihr voraus. Verbleibende Truppen gewannen die Kräfte des Guten das Land Mojo zurück und brachten den Leuten wieder Frieden. Schloss Artia erstrahlte wieder im früheren Glanz und die Bewohner Mojos kamen von überall her, um sich in der Stadt zu versammeln. Feierten ihre Freiheit mit einem prachtvollen Fest. Als Jord eine Pause vom Feiern machte, fiel ihm etwas auf. Eine verhüllte Gestalt, die am Eingang zum Schloss stand. Er begab sich dorthin, um nachzuforschen. Mir war, als hätte ich Schritte gehört. Und siehe da, der legendäre König Knappe persönlich. Was für eine Riesenehre, dir endlich zu begegnen. Aber ich sehe, wie du denkst, wer ist der komische, vermummte Kerl? Nun also, da sonst gerade niemand da ist, will ich so höflich sein, dir mein Gesicht zu zeigen. So sehen wir uns wieder, Jod. Das ist der Zeitzascher. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Zuletzt sind wir uns in der Urzeit begegnet, wo du hektisch Lavabomben ausgewichen bist. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich ein Zeitreisender bin. Nicht erwähnt habe ich jedoch, dass ich aus der Zukunft komme. Und in dieser Zukunft bin ich die Hauptfigur einer Buchreihe, genau wie du. Ziemlich beliebte Bücher, muss ich hinzufügen, mit lukrativen Einbindungsmöglichkeiten für Marken und Fanartikel.
Ich bin in eure Zeit zurückgereist, um euch bei euren historischen Abenteuern zuzusehen. Und du hast mich nicht enttäuscht, wie du diesem Gerumweil gezeigt hast, ja. Peng. Auch echt sensationell. Ich bin außerdem hier, um dir eine Nachricht vom Autor meiner Bücher zu überbringen. Er möchte dich wissen lassen, dass du Viola Krass, Vincent Mondbart, ihn sehr beflügelt habt. Wenn er an sich selbst zweifelt und tapfer sein muss, wenn er weiß, dass das Richtige getan werden muss, auch wenn er schwer ist oder wenn er auf seinen einfallsreichen Weg aus einer schwierigen Lage kommen muss, dann denkt er an den kühnen Knappen und seine Freunde. Und das weitere Vorgehen offenbart sich von selbst. Jetzt habe ich gesagt, was ich sagen musste und gesehen, was ich sehen wollte. Ich muss mich auf den Weg machen. Bis zum nächsten Mal, kühner Knappe. Irgendwo im Strom der Zeit. Da bist du ja. Wir haben dich gesucht und wir wollten mal ein Päuschen vom Fest einlegen. Um ehrlich zu sein, so viele Leute möchten mit uns reden. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo, hallo. Ich glaube, mein Blick ist schon ganz ausdruckslos. Trotzdem ist das alles toll, die ganzen netten Dinge, die die Leute über uns sagen. Irgendwie unglaublich, bei ihnen klingt es, als wären wir heldenhafte Krieger oder so. Tja, wisst ihr, wir haben das Land ja gewissermaßen gerettet. Ziemlich große Sache. Völlig richtig, das war schon wirklich was. Ja, ihr habt wohl recht. Wir haben gerockt. Los, Leute! Sie haben das Feuerwerk gestartet. Ein tolles Fest. Hey Jott, was ich noch fragen wollte. Du wirst über dieses ganze Abenteuer noch ein neues Buch schreiben, oder? Das musst du. Ich meine, es ist eine echt krasse Geschichte. Oh, stell mich richtig cool dar, ja? Vielleicht lässt du den Teil weg, wo wir von Giftschlangen angegriffen werden. Meine Mutter würde ausflippen. Der Titel? Welchen Titel wird es bekommen? Irgendwas heldenhafter Kriegerisches. Hey, Moment mal, passt jemand auf Minibart auf? Ihr wisst ja, wie er auf Feuerwerk reagiert. Gute Frage. Kommt, Leute, stürzen wir uns wieder ins Vergnügen.